Abercrombie Salzbergwerk, South Dalway. Übrigens sieht Evie krank aus oder so. Oder krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Und weiter geht's, ne? Gott, ich bin mal gespannt, weil das klingt irgendwie, als hätte es so der Jack Schriver oder so. Weil sie in der Kellersperre und so, das kann ja nur von Familie Baker ausgehen. Von daher, mal abwarte, was sich hier ergibt. Infektionsbericht. Da steht nichts drauf. Kann man das lesen? Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium, mit Sternchen versehen, einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Ah, E-Serie, vielleicht Evelyn? Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten, und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunlich regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Erinnert an Las Plagas. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Krass. Okay, das ist wohl hier alles Labor und hat alles mit der Evelyn zu tun. Krass, so dichter war auch das Ganze, ne? E-Nekrotoxin. E-Serie-Dosierungstest. 10 Minuten nach Dosis, tot. 12 Minuten nach Dosis, Kalzifikation der Zellen. Das war wohl das, wo die Leute dann so Bleichwoche sind, so kalkig, ne? 5 Minuten nach Dosis, Erbrechen. Würg. Krasse Scheiße, haben die dann hier in dem alten Bergwerk, als er stillgelegt war, ist ihr Forschung eingesetzt. Target acquired. Ah, okay, ist nur das Ding aufgegangen, okay. Wieder das Eklige. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie-Biowaffe basieren, nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Anwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxin-Behälter. Okay, glücklicherweise habe ich hier was. Na? Hier. Anna. Mumie-Kadaver. E-Nekrotoxin. Du Hämmers. Das ist aber kein Serum, ne? E-Nekrotoxin. Ein besonderes Serum zur Beseitigung von E-Serie-Individuen. Vielleicht kann es Evelyn vernichten, wenn man es ihr injiziert. Okay. Okay, sieht aus, als hätten wir Waffe gegen die. Ist hier irgendwas? Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten in der Rahmen der NexBus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert, um unterstützt
durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalen Direktkontakt in großem Stil neutralisiert. Die Nexbas-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass und selbst die Organisation von sich darauf stürzten. So rum. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von in gewesen, dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicarians Evolution-Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen. Die Herstellungsmethode: Jeder der Biowaffen sah vor, dass Mutamycet-Genom einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert, von der impraktikablen und fehlerbehafteten A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulation zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycet nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesmal eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält, aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum Sensing benutzen. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamycet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper... Meine Fresse, was ein kranker Shit. Ach du Liebezeit, was ein widerliches Experiment. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen demolded getauft, angelehnt an die Wörter mold, Schimmelpilz und molded, geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Ihr kranken Schweine! Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn in einer unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren, sorgt für eine Kalzifikation der Myzelien. Aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten... Moment... So, musste kurz draufschalten, weil mein Fernseher sonst ausgegangen wäre. Ich mache heute eine Megasitzung, deswegen habe ich schon lang gespielt.
Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es aussetzten, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nikrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen. Bleh. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits, nur ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte, die Liebe der Eltern. So oder so, es ist absolut fertig, der Scheiß. Safe Room? Safe Room. Flammengranaten, alles klar. Das heißt Granatwerfer, ne? Das packen wir zurück. Das packen wir zurück. Die möchte ich eigentlich behalten erstmal. Und das Ach. Und der Granatwerfer mag ich hier wieder zurück. Dann würde ich den ganz gern auswählen und laden. Okay. Und dann habe ich MG, Flinte, Pistole. Und ich habe noch zur Not die Bombe parat. Da wird jetzt erstmal gespeichert wieder. Okay. Ja, krass, krasser Scheiß. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Okay, du warst mal schon. Verbesserte Pistolenmunition. Die tät ich ganz gern. Ach, verwendet die verbesserte Pistolenmuni. Platsch. So. Können wir da rein? Na? Geht nicht. Geht nicht, will nicht, kann nicht, muss nicht, soll nicht. Na gut, na gut. Man kann ja nichts erzwingen. Dann müssten wir da noch rein, oder? Hier, ja. Hier müssten wir noch durch. Okay. Und Rhodey, jetzt von einem Mädel. Ich finde es aber geil, dass das Lied trotzdem noch so viel in dem Spiel vorkommt. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt einfach nur für den Trailer, aber scheint häufiger vorzukommen. Das ist geil und gruselig. Jetzt hat es aufgehört. Stirb du doch. Sind das wieder deine Grütze-Kumpels? Definiere fuck. Oh, fuck. Mann. Okay, Anari-Taktik. Bombe mit Fernzünder. Sie können Bomben mit Fernzünder an Gegner anbringen, wenn sie mit ihnen diesen ringen. Ach du Scheiße. Okay, cool. Nervengiftgranaten. Nervengiftgranaten können einige der Gegner eine Zeit lang an der Bewegung hindern. Setzen Sie sie im Kampf mit schnellen Gegnern geschickt ein. Drücken Sie L2 und Dreieck, um zu Flammengranaten zu wechseln. Okay. Wow, also kriegen wir anscheinend noch irgendwas von der Granatwerfer, das ist auch geil. Heidewitzka, okay. Bup, bup, bup.
Planänderung. Wir packen das jetzt mal dort hier. Und packen die hier, hier. So. Dann kommen wir her, du Grützi. Boom. Ah, komm her. Komm her, komm her. Du Grützkopf. Zack. Almosen für die Beinlosen. So. So gefällt mir das doch, die Scheiße hier. Ich mag trotzdem die Flinte weiter hier, aber. Die sind im Nahkampf gegen die Schimmler doch immer noch wieder ganz gut. Die Superorganismen. Ja, das ist mal ein fieser Schimmelpilz, der sich auch wehrt. War da noch was? Nee. Nee, war nüscht. Wir scheinen am Ende nah zu sein, glaube ich. Alle schon die Musik, die so heroisch wird. Ich hoffe, ihr hört sie. Ah, was gibt's nur so saublöd zu lachen? Sack weg. Hörst du auf? Okay, du hast auch den Dez weggeschossen? Nee. Na. Du Grützehirn. Bäh. Oh Mann. Okay. Ich finde es immer so scheißgruselig, wenn so kleine Mädel dann lachen. So. Das auch noch in solche Situationen wirkt. Okay. Wow. Ich mag wieder auf die Popelmunition wechseln. Hoppla. MG-Munition. MG-Munition ist immer gut. Und dann tät ich gern wieder auf die Gutmunition wechseln. Und dann das MG. Alter, jetzt verreck doch! Endschuss mehr und dann war er kaputt. Na toll. Okay. So. Wir kommen dem Ganze immer näher. Bombe mit Fernzünder. Ja, die Musik spitzt sich halt auch gerade zu. MG-Munition. Brennerkraftstoff. Jetzt finde ich es irgendwie schade, dass ich den Brenner nicht dabei habe. Vielleicht besser gewesen, oder? So. Alter, ja, auch so eklig zu lachen, Kind. Hätte mich mal besser heilen sollen. Ah, scheiße. Scheiße. Vierbeiniger Molded. Diese Variante hat zwar nur geringe Gesundheit, aber läuft auf allen Vieren und ist schnell und wendig. Wenn die Kreatur innehält, sollten sie nicht lange zögern und schnell abdrücken. Okay. Hat man soweit alles, ne? Okay. Ich hoffe, wir müssen es jetzt nämlich von unten machen. Oh, Streuung, bla bla bla. Ach, anscheinend doch wieder von unten. Na gut. Dann halt so wieder. Na? Ja. Na, Allah. Okay. Dann schnapp ich mal so. So. Na, Allah. Okay, jetzt schnallt euch ja. Dann gehen wir wieder da hoch.
Und machen dieselbe Scheiße gerade nochmal. Na gut. So what? Alter, lach nicht so widerlich. Kotze Kind. Komm her, Kumpel. Das war jetzt vor lauter Panik. Boah. Okay, die Flinte ist aufgebraucht. Boah, ich bin auch gerade ziemlich arg gespannt, weil ich echt glaube, dass es am Ende zugeht. Brennerkraftstoff. Aber Brenner nützt halt leider nicht so viel gegen die Molded. Das ist das Problem. Sonst hätte ich das so liebend gern. Genummer. Mistkerl. Okay. Hui. Wieder Bomber. So. Jetzt teilen wir uns erstmal. Und dann sammeln wir hier nochmal Zeug ein. Zack. Flinte Munition und Brennerkraftstoff. Schade. Dann laden wir die Flinte noch. Die kann man nämlich super gebrauchen. Und ich finde es immer geil, dass die Flinte Munition auch in jedem Resident Evil immer grün ist. Alter. Okay, das war's, oder? Dich habe ich. Ist dich noch? So. Na, Alter, das läuft doch wie am Schnürcher. Okay. So. Euch habe ich jetzt hoffentlich auch erledigt. Ja. Ja, super. Und ich die Sache, an der Stelle mache ich wieder einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ihr seht auch gleich, was beim nächsten Mal passiert und ob es das letzte Video ist. Also machen's gut beim nächsten Mal. Let's play Resident Evil 7 Biohazard. Uff, pelzig. Iron Yankee. Sell and roll either L.